Start der Saison. Moin Moin, liebe Mazhaber, wir wollten uns mit einem Auswärtssieg zurückmelden, den ungeschlagenen Uli Pingel beibehalten, aber weder wir noch der HSV konnten diese Serie aufrechterhalten. Mit 1:3 wurde in Mainz verloren, eine Niederlage, die bitter war, weil sie mit Sicherheit auch vermeidbar war, zumindest in der ersten Hälfte noch. Aber darüber werden wir gleich sprechen, und zwar mit unseren Gästen heute. Ulis und meine Gäste, Uli, natürlich erstmal herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin sehr enttäuscht, auch von mir selbst, Zurecht. Dass ich diese Serie nur 3 Spiele Zurecht. Lang halten konnte, aber okay, es geht wieder bergauf. Ich würde sagen, du hast Dienstag noch die Möglichkeit, den Abschied das ein stimmt. wenig versöhnlich zu machen, aber bis dahin haben wir noch ein paar Tage und werden mit Sicherheit noch über andere Dinge sprechen. Auch heute über das Spiel sprechen wollen wir mit dem Sky-Experten, mit dem HSV-Experten Jurek Rohrberg. Schön, dass du hier bist, Jurek. Moin, guten Abend. Und neben Jurek sitzt Martin Sonnleitner, freier Journalist und HSV-Reporter. Schön, dass ihr bei mir seid. Herzlich willkommen. Danke. Juri, ich sagte gerade, das Spiel ist bitter oder die Niederlage ist bitter, weil sie vermeidbar war, zumindest in der ersten Hälfte noch. Ja, man muss ganz klar sagen, dass der HSV schon die Möglichkeit hatte, das 2:0 zu machen, sprich die Führung auszubauen. Dann wäre das sicherlich alles anders gelaufen, aber unterm Strich kann man festhalten, diese Partie hat wieder einmal gezeigt, was das Problem ist. Vorne ist Qualität da. Die Defensivschwächen wurden wieder mal offenbart. Ich meine, die HSV-Defensive ist ja wie so ein sensibler Mutterkuchen. Das muss man wirklich sagen. Muss man ganz vorsichtig mit umgehen und im Winter, glaube ich, auch Transfers machen. Ist aber kein Geheimnis, da werde ich dir jetzt nichts Neues erzählen können. Ja. Martin, du hast schon während des Spiels gesagt, wie immer, vorne gut, hinten mit Problemen. Dabei ist Emir Sbarc heute zurückgekehrt. Man hat gedacht, dass der vielleicht für Johan Giroud, der ja eher so einer der unsicheren Patienten hinten ist, dass der vielleicht etwas mehr Sicherheit reinbringt. Bist du enttäuscht von der Leistung des HSV heute defensiv? Ja, aber man hat es fast nicht anders erwartet. Ich meine, sie hatten einen Positivlauf. Ja, da hätte man vielleicht auch hoffen können aus HSV-Sicht, dass sie daran anschließen und sich unten wegeisen. Aber letztlich verwundert das nicht wirklich. Das ist ein Spiegelbild der ganzen Saison. Also ich kann mich dann Jurek nur recht geben, dass einfach die Truppe unausgewogen zusammengestellt ist. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Um das positiv zu erwähnen, vorne geht's ja. Also ein schönes Tor geschossen irgendwie. Und da hat man auch das Gefühl insgesamt, dass dann eine Entwicklung da ist, personell. Aber hinten, das ist halt Hanebüchen. Stockfehler heute auch schon wieder ohne Ende. Nicht ohne Ende, aber einfach ein paar im Spiel. Das ist zu viel. Und wenn ein eben mehr Sbarc mit 36 Leistungsträger der Defensive sein soll, dann heißt das eigentlich nicht zu viel Zukunft für dieses Team in dieser Zusammenstellung. Wobei, man muss ja auch sagen, diese Partie war jetzt nicht desaströs. Ich glaube, da haben wir schon ganz andere Spiele gesehen. Der HSV hätte mehr mitnehmen können aus Mainz, aber so ein Spiel... Sprich die Dreifachchance von Kostic, Müller. Exakt, also einer von denen, ich meine, Müller hat den ja wunderbar rübergelupft durch den Torwart. Da braucht man ein bisschen Spielglück, ne? Dann geht das Ding rein. Aber ich glaube, der HSV hat sich trotzdem so grundsolide präsentiert. Wir haben auch andere Spiele schon gesehen, wo sie einfach als Mannschaft zusammengebrochen sind und gar keine Gegenwehr bestand. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, gegen Schalke das Ganze so ein bisschen zu verbessern, auch damit Ulis Statistik wieder vernünftig wird. Ja. Aber gut, abhaken, im Winter vernünftig arbeiten. Ich glaube, das Umfeld oder Beiersdorfer und Co. sind ja auch jetzt gefragt. Noch einmal mehr. Was mir gefehlt hat ein bisschen, war das spielerische, die spielerischen Mittel in der zweiten Hälfte. Weil ich fand eigentlich, ab dem 2-1 spätestens oder ja nach der Führung für Mainz war nicht mehr viel los. Nach dem 3-1 war das Ding durch eigentlich, aber dass man in der zweiten Hälfte nochmal ein bisschen mehr spielerische Ansätze irgendwie hätte da finden. Aber du darfst nicht vergessen, von wo der HSV kommt. Klar, also vor einigen Wochen haben wir darüber gesprochen, dass eigentlich ein Aufbäumen 0,0 zu erkennen ist, dass die Mannschaft klinisch tot ist. Jetzt haben sie eine Miniserie gehabt von 4 Spielen. Und nach einem 3-1 in Mainz dann nochmal zurückzukommen und auch spielerisch zu glänzen, ist, glaube ich, schwer. Dennoch, ich will das jetzt nicht alles schönreden, die haben verloren und die Lage ist weiter brisant, wenn wir uns die Tabellenkonstellation anschauen. Dennoch habe ich deutlich schlimmere Spiele gesehen, muss ich einfach so sagen. Das könnte sogar letzter werden, theoretisch. Hätte, könnte, wende. Muss man sagen, Darmstadt gegen Bayern München, das sollte man nicht unbedingt davon ausgehen, dass Darmstadt gewinnt, trotz des Trainerwechsels. Gut. Ja, also ich glaube... Und Ingolstadt wird auch nicht in Leverkusen gewinnen. Man weiß es natürlich nicht und das ist alles immer im Konjunktiv, aber der HSV muss ja gucken, dass er seine Arbeit selber macht. Hat er heute nicht getan.
Ich glaube dennoch, dass sie gute Möglichkeiten haben, das Jahr 2016 einigermaßen persönlich abzuschließen, indem sie zu Hause gewinnen. Auch dann nochmal nach außen hin. Gegen Schalke eine schwere Aufgabe. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass man Schalke durchaus schlagen kann, auch in brenzligen Situationen. Und ich glaube, man kann auch durch einen guten Auftritt, könnte man so das ganze Umfeld so ein bisschen besänftigen. Vor allem auch die Zuschauer und die Anhänger, die ja wirklich über Jahre und Monate gelitten haben. Aber ganz kurz mal, Oli, wenn ich darf, da mal ganz kurz zu. Also wir reden ja jetzt gerade über Sportliche und nicht über die Personalie Beiersdorfer, was vielleicht gleich noch kommt. Aber ich bin anderer Meinung als Jürg an dieser Stelle, dass diese Mannschaft, wie wir sie jetzt bewerten, einfach dissonant ist. Komisches Wort, kommt aus der Musik, habe ich heute auch geschrieben. Also das ist einfach nicht harmonisch. Also das Urteil steht. Nein, also das ist unabhängig vom Schalke-Spiel. Diese Mannschaft ist so, wie sie da steht, einfach nicht tauglich. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Weil ich meine, wir sehen ja, dass es eine Disbalance zwischen Offensive und Defensive gibt, das ist ja klar. Aber wenn wir uns jetzt mal ein Beispiel nehmen, das Spiel Heimspiel gegen Dortmund, da haben sie sich abschlachten lassen und sind erst in der zweiten Halbzeit so ein bisschen gekommen. Aber du hattest in der ersten Halbzeit das Gefühl, da ist eigentlich keiner, der sich überhaupt wehrt. Heute hätte das mit ein bisschen Glück auch 2-2 oder 1-1 oder vielleicht sogar 2-1 für den HSV ausgehen können. Das meine ich, dass es da Personalprobleme gibt und die Zusammenstellung sicherlich nicht homogen ist, gebe ich dir recht. Trotzdem muss man ja mal gucken, dass man nicht alles über einen Kamm schert. Sie brechen ja auch nicht mehr ein. Also sonst, vor ein paar Wochen wären sie nach dem 1-1 vielleicht auch, wie du gesagt hast, dann wären sie eingebrochen, wie gegen Dortmund zum Beispiel. Sie sind ja doch schon viel stabiler, finde ich. Und klar, spielerischen Mittel fehlen immer noch, hinten stehen sie schlecht, aber ja. es ist. Scholli, du hast vorhin gesagt, sie waren nicht fleißig genug. Sie waren nicht so fleißig wie in den letzten Spielen, das muss man sagen. Also sie sind heute tatsächlich auf Augenhöhe mit Mainz, was die Laufwege betrifft, gewesen. Und in den letzten Wochen war es dann so, dass der HSV gemerkt hat, okay, spielerisch haben wir es nicht ganz drauf. Das heißt, wir müssen über den Kampf, über den Einsatz kommen, sind dann eigentlich in der Regel immer ein paar Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Das fiel heute mal weg. Ich messe diesen Statistiken nicht allzu viel bei, weil ohne Ball läufst du mehr als mit Ball und all solche Dinge. Da sind viele Dinge dabei, die eine Rolle spielen. Dennoch war das heute mit Sicherheit, da bin ich bei Jurek tatsächlich, war das eine vermeidbare Niederlage, denn man hätte tatsächlich in der ersten Halbzeit das 2-0 nachlegen können. Am Ende muss ich allerdings auch sagen, diese Hilflosigkeit, die dann beim 1-3 so in den letzten Minuten dann am Ende auch noch da war, das war dann wieder so ein bisschen so ein leichter Rückfall in alte Zeiten des HSV oder in die Zeiten von vor 4-5 Wochen. Also das war dann wieder so dieser Abfall, wo man dann einfach merkt, es ist einfach nicht genug Potenzial in der Truppe insgesamt. Mangelnde Qualität. Gregoritsch musste raus, Wood ist rausgegangen, dann kommt Waldschmidt dazu, Hand ist wieder eingewechselt worden. Also da merkte man dann auch, dass die beiden überhaupt nicht reingefunden haben, genauso wenig wie Sparic heute, der wirklich in meinen Augen ein derart schwaches Spiel gemacht hat, dass man tatsächlich überlegen kann, ob das in der kommenden Woche nicht tatsächlich wieder zu einem Wechsel führt. Allerdings, das hatten wir ja vorhin auch das Thema hier, wenn man jetzt Spalch gleich wieder rausnimmt und ihm dann halt quasi den Boden oder den Füßen wegzieht, Kleber verkauft, dann steht man im Winter tatsächlich vor der Aufgabe, 4 Innenverteidiger zu finden. Ich rechne nur die 2, die man eh haben wollte, plus Klebers Ersatzmann, plus den Ersatzmann für Spalch. Also aber um die Ecke, das wäre schon eine harte Nummer. Aber um die Ecke gedacht, brauchen wir uns ja auch darüber nicht zu streiten. Emir Spalic hat keine mittelfristige Zukunft mehr im Profibereich, weil er einfach... Ja, und mittelfristig auch nicht, weil er ja einfach aufgrund seines Alters wahrscheinlich nicht noch ein Jahr ranhängen wird. Also man muss sich perspektivisch auch für den Sommer nochmal um einen neuen Verteidiger bemühen. Von daher ist das keine Überraschung für Dietmar Beiersdorfer oder eben den Sportdirektor, der das Ganze jetzt leiten wird. Also ich glaube, da muss man sich sowieso Gedanken machen und man zieht ihm nicht den Boden unter den Füßen weg, wenn man ihn jetzt nicht spielen lässt. Emil Spalic, wenn du den jetzt rausnimmst am nächsten Wochenende, Entschuldigung, am Dienstag ist er schon. Ja, es ist ja am Dienstag, ja, englische Woche. Nein, das ist eine Frage, gibt es da vielleicht intern ein bisschen Probleme? Das ist, glaube ich, keiner, der für Ruhe sorgt. Auf der anderen Seite ist das ein normaler Ablauf, dass gewisse Spieler von Beginn an spielen und dann wieder rausgenommen werden. Und ich glaube, Markus Gisdol scheut da nicht, auch einen erfahrenen Emil Spalic auf die Bank zu setzen. Dass das Ganze dem Routinier nicht gefallen wird, ist klar, aber darauf kann er keine Rücksicht nehmen. Ja, aber es wird dann mit Sicherheit auch ein Zeichen an Spalic sein und Spalic wird wissen, was die Zeit geschlagen hat oder was die Uhr geschlagen hat. Aber wenn er einigermaßen schlau ist, weiß er, dass er über die Saison hinaus wahrscheinlich sowieso nicht bei den Hanseaten bleiben wird. Nein, aber ich meine sogar, wenn du ihn jetzt rausnimmst, dann würdest du ihm für diese Saison auch einen bleibenden Schaden. Das ist natürlich jetzt eine ganz kleine Spitze gegen Beiersdorfer schon mal an dieser Stelle, irgendwie, dass irgendwie schade ist, dass sie hinten derartige Probleme haben, aber ein Halilovic irgendwie für teuer Geld irgendwie gar keine Rolle spielt, irgendwie, also als gekaufte Offensivkraft. Ja,
Du, ich merke schon, du möchtest unbedingt auf die Personalie, die bei Beiersdorf hat. Ja, ja. Alles situativ. Das ist ja auch durchaus Thema. 5 Millionen Euro verbranntes Geld irgendwo im Orkus und hinten fehlen einfach ein paar vernünftige Verteidiger. Man, ist ja auch nicht falsch. Schon vor dem Spiel heute war Dietmar Beiersdorf im Interview und er wurde von den Fans gefeiert. Und wie gesagt, das Emotionale drumherum ist irgendwie alles so ein bisschen der arme Didi, wir eigentlich wollen wir ja behalten. Auf der anderen Seite sind natürlich auch Fakten geschaffen worden jetzt im Laufe der Saison oder vielleicht sogar im Laufe der letzten 2,5 Jahre, die wirklich nicht komplett für ihn sprechen, um es mal ganz, ganz vorsichtig zu formulieren. Rechnest du damit, dass Dietmar Beiersdorfer wirklich dann am 22. oder wie am 30. Heribert Bruchhagen sagte, am 30. Dezember, dass er dann den Schlussstrich zieht und dass dann auch seine Zeit beim HSV beendet ist? Also das hat ja, glaube ich, er nicht in der Hand. Also in erster Linie muss das der Verein in der Hand haben. Und da mal ganz kurze, knappe Antwort, nein, weil es kann nicht sein. Also, und das ist jetzt, was, nein, kann nicht sein? Ich habe gefragt, ob er aufhört, ob Schluss ist. Ja. Du glaubst, dass nicht Schluss ist? Ich glaube, dass Schluss ist. Es kann nicht sein, dass er weitermacht. Achso, okay, ja. Also willst du jetzt sicherlich eine Begründung, aber ich gebe dir die Antwort erstmal knapp, weil alles andere in meinen Augen hanebüchen wieder von der Entscheidung, weil einfach klingt ein bisschen brutal. Also ich mag ihn ja auch, also es soll jetzt wirklich nicht auf ihn jetzt so persönlich gemünzt sein, aber das Fallbeil ist gefallen irgendwie. Also ich finde, die Personalie ist mit dem Rauswurf auch in irgendeiner Weise abschließend bewertet. Jetzt kann man natürlich ausdiskutieren, ob er das Potenzial hätte, den Sportdirektorsposten zu besetzen. Das hat er bewiesen in seiner ersten Amtszeit 2002 bis 2009, dass er es kann. Aber was jetzt alles vorgefallen ist, der sicherlich nicht nur negativ ist, aber mit dieser Doppelrolle, wo er sie übernommen hat. Und also das hielte ich für chaotisch, da jetzt die Lösung Beiersdorf als Sportchef zu ziehen. Also da würde ich einen Neustart wagen. Glaubt ihr denn, dass das Spiel heute vielleicht auch ein wenig das Resultat der Unruhe war, der Unnötigen, die jetzt aufgebracht wurde? Also das sehe ich ehrlicherweise nicht. Natürlich diskutieren die Spieler drüber, das ist klar. Diese Themen rund um die Mannschaft machen vor der Kabine keinen Halt. Aber das jetzt auf den Personalwechsel zu zielen, ist, glaube ich, falsch. Also das ist auch zu einfach. Das wäre zu einfach für die Spieler, denn am Ende steht kein Aufsichtsrat, kein Heribert Bruchhagen, kein Dietmar Beiersdorfer auf dem Platz, sondern eben die Spieler. Aber ich finde, bei der ganzen Causa Beiersdorfer muss man auch wirklich mal sich zwei Seiten der Medaille anschauen. Auf der einen Seite, wochenlang gab es immense Kritik am Beiersdorfer, auch zu Recht. Die Aufsichtsräte haben ganz klar den richtigen Zeitpunkt für einen Personalwechsel verschlafen, das muss man auch so sagen. Dann gab es ein bisschen sportlichen Aufschwung und auf einmal hat man den Personalwechsel vollzogen. Das ist jetzt einfach nur mal Fakt. Jetzt kommt natürlich die Frage, würde ein Dietmar Beiersdorfer, der ja das Gesicht und irgendwie auch das Aushängeschild war des HSV, überhaupt eine Rolle als Sportdirektor einnehmen wollen? Denn es ist ja auch eine Art Degradierung. Er wäre also die Nummer zwei, ja, hinter Heribert Bruchhagen. Er müsste auch auf dessen Takt und auf dessen Tempo hören. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Dietmar Beiersdorfer das so annehmen würde. Und darüber hinaus finde ich es auch ziemlich amüsant, dass Dietmar Beiersdorfer in den letzten Tagen so ein bisschen die Stimmung gekippt hat und er auf einmal irgendwie eine gute Ausgangsposition hat oder auf einmal so ein kleines Hintertürchen da ist. Denn wir müssen ja ganz souverän und sachlich seine Arbeit beurteilen seit 2014. Unabhängig von dem Geld, das er verbrannt hat, das ist mir auch immer zu einfach, aber er hat seinen Job gerade als Vorstandsvorsitzender nicht gut ausgefüllt und es gibt eigentlich keine Basis, die das Ganze ausfüllt, dass er noch weiter beim HSV arbeiten aber darf. Aber ich sehe es nicht, in welcher Form. Mit dem 1 und 2, so sehe ich es nicht, weil wenn er jetzt Sportchef bleiben würde oder werden würde, würde er das ja, davon gehe ich zumindest aus, als Vorstand tun. Also dass der Sportchef Posten in den Vorstand gerückt wird. Das wiederum hätte eine sehr, sehr lustige Konstellation zur Folge, denn dafür müsste der Aufsichtsrat wiederum ihn zum Vorstand Sport berufen. Der Aufsichtsrat, der ihn jetzt gerade seines Amtes genommen hat. Aber ich sage, dann würde ich es eher so sehen als 1a und 1b, nicht 1 und 2, aber weil ich glaube auch, Heribert Bruchhagen will gar nicht diese Rolle des Ich bin der Mächtige und daneben ist ein kleiner Sportchef. Es muss ja trotzdem jemanden geben, der entscheidet und Heribert Bruchhagen ist jemand, der das Geschäft sehr gut kennt, der auch geradlinig ist, auch entscheidungsfreudiger als ein Dietmar Beiersdorfer. Und du musst dich in die Lage desjenigen hineinversetzen. Dietmar Beiersdorfer war schon vorher derjenige, der das eigentlich der Strippenzieher war und auf den alles fokussiert war. Und nun muss er sich bei gewissen Sachen auch unterordnen. Ich kann es mir nicht vorstellen und ich glaube auch einfach, das hast du ja gerade auch angesprochen, wenn es eine Entscheidung gegen Beiersdorfer gegeben hat, kannst du keine Rolle rückwärts machen und innerhalb von 3 Wochen sagen, ist das alles so wunderbar und so schön. Da wird sich der Verein ja... Dass der Verein
sagt, okay, jetzt wollen wir doch was mit Beiersdorf machen. Ich finde die Möglichkeit, ihn als Sportdirektor einzusetzen, nicht verkehrt. Ich glaube, das ist auch eher seine Kernkompetenz. Die Idee hätte aber vielleicht mal vor 2 Jahren kommen sollen, als wir ihn nach Hamburg wiedergeholt haben. Von den Skills, vom Know-how, ja. Da muss man ihm auch Respekt erweisen, dass er da einen guten Job schon gemacht hat und auch gezeigt hat, dass er in der Lage ist, gute Spieler zu kaufen und auch irgendwie in den Verein nachhaltig zu integrieren. Aber bei dem, was vorgefallen ist, geht das in meinen Augen nicht. Ja, aber nochmal die Alternative, Scholle. Die Alternative ist ja, dass Beiersdorfer weg ist zum 30.12. Und dann haben wir noch Heribert Bruchhagen und Markus Gisdol. Und Bruchhagen hat ja in der Pressekonferenz gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass vor Ende des Transferfensters ein neuer Sportchef da ist. Das heißt, Bruchhagen baut mit Gisdol die Mannschaft quasi auf, den Kader für die Rückrunde. Und Bruchhagen hat ja mehrfach gesagt, Gisdol ist der wichtige Mann, der starke Mann. Und ich fände es auch ein Fehler, das jetzt so auf Gisdols Schultern aufzubauen, weil wir kennen den HSV und wir wissen, ich würde es mir nicht wünschen, aber die Gefahr ist leider sehr groß, dass ein Markus Gisdol in 3, 4, 5 Monaten, in 10, 11 Monaten nicht mehr Trainer des HSV ist. Ja. Und dann haben wir einen Kader, der total auf Gisdol zugeschnitten ist. So ist es. Aber die Problematik hast du natürlich schon seit Jahren, weil der HSV zahlreiche Trainer verbrannt hat. Du musst daraus lernen. Du musst als Verein klar, den Weg vorgehen. Er muss daraus lernen, ja. Nur, er kommt jetzt als neuer, starker Mann, auch wenn er im Hintergrund arbeiten will. Er muss Entscheidungen treffen. Diese Entscheidung muss er schnell treffen. Es ist unfassbar undankbar, kurz vor der Winterpause diesen Posten zu übernehmen. Es ist schwer, weil er kann jetzt keinen Sportdirektor kurz vor Weihnachten holen. Beiersdorfer und Gisdol gemeinsam haben schon Gespräche geführt über mögliche Spieler, aber auch selbst mit Herrn Kühne. Ich glaube, das ist extrem schwer. Folgerichtig, wenn er das wirklich, er hat das ja so die Aussage so getätigt, folgerichtig müsste er eigentlich den Vertrag von Markus Gisdol zumindest um ein Jahr nochmal verlängern, dass man auch nach außen hin symbolisiert, wir wollen gemeinsam einen Weg gehen, denn Markus Gisdol soll ja auch zu dem Sportdirektor passen. Sehr komplex und sehr interessant, weil wir wissen alle, was ist denn, wenn die ersten 5 Spiele in der Rückrunde nicht erfolgreich ablaufen. Jetzt sind wir beim Punkt. Aber dann wird es diese Kritik wieder geben. Aber die Schraube dreht sich von die ganze Zeit in die falsche Richtung. Du hast den Zeitpunkt verpasst, den Vorstandsvorsitzenden seines Amtes zu entheben, beziehungsweise den Sportchef neu zu installieren. Das wäre nämlich vor 3 Monaten der Fall gewesen. Da hättest du die Möglichkeit gehabt, dass sich dieser Sportchef mit allen Gegebenheiten beschäftigt und halt dementsprechend für den Winter schon plant. Mit dem Trainer im Austausch natürlich die ganze Zeit. Einem Trainer jetzt aber zu sagen, pass mal auf, du bist jetzt der Mann, der hier den Kader zusammenstellt. Und wir holen jetzt 3, 4 Spieler für insgesamt 20 Millionen und die kriegen alle 3, 4, 5 Jahresverträge. Macht überhaupt keinen Sinn, wenn dieser Trainer nur Vertrag hat bis Saisonende. Hast du recht. Aber den Vertrag einfach nur deswegen zu verlängern, um dieses Argument auszuhebeln, obwohl man vielleicht gar nicht so zu 100% überzeugt davon ist, macht auch wieder keinen Sinn. Deswegen stelle ich einfach mal die These auf, ohne das jetzt in irgendeiner Form pro Beiersdorfer gemeint zu haben, weil die Fakten sprechen einfach gegen ihn. Das ist so, da kommt man nicht gegen an. Dennoch macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt in dieser Phase den Sportchef neu zu installieren, der dann neue Ideen mitbringt, der mit Klaus-Michael Kühne natürlich, das ist ja auch noch so eine Abhängigkeit, die hier vorhanden ist, der sich mit Klaus-Michael Kühne abstimmen muss auf Spieler, der Spieler, denn Klaus-Michael Kühne ist am Ende derjenige, der den Daumen hoch, Daumen runter macht, wenn es um Gelder geht. Und andere Gelder hat dieser HSV nicht zur Verfügung. Er muss aber, das haben wir nun heute, nicht erst heute gesehen, er muss nachlegen, personell im Winter. So, jetzt hat man einen Sportchef, den man aber, oder einen Vorstandspost, der runter ist zum Sportchef, den man aber einnehmen und behalten möchte. Der hat aber schon einige Transfers mit dem Trainer zusammen auf die Bahn gebracht und hat gesagt, okay, die sind jetzt bei, keine Ahnung, 70, 80, 90% zum Teil, müssen aber ab 1.1., da darf es unterschrieben werden, da werden sie dann finalisiert. Das alles wieder zurückzuwerfen und bei Null anzufangen. Welcher Spieler kommt denn nach Hamburg, wenn er weiß, dass der Sportchef, der ihn gerade holen wollte, welches, dass der Trainer nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat und der mitbekommt, wie dieser Aufsichtsrat hier mit was für einem aber Gespür für die Situation Aufsichtsräte hier agiert. Das stimmt schon, aber du darfst eins nicht vergessen, der HSV ist weiter immer noch eine große Nummer. Also es gibt Spieler... Bitte, Entschuldigung, normal müsstest du jetzt natürlich eine Menge in Pott zahlen für diese Nummer. Es geht darum, unabhängig, ob das jetzt ins Phrasenschwein eingezahlt wird, aber für die Ansicht der Spieler ist der HSV immer noch interessant. Warum? Weil er zum einen
zum einen ein großer Verein ist, ja, bekannter Verein. Er zahlt gut und er spielt zumindest aktuell noch in der Bundesliga. So, man muss halt im Winter, das ist sowieso allen klar, muss man reichlich Geld in die Hand nehmen, um einen einigermaßen vernünftigen Transfer machen zu können, weil der Markt ist sehr schwer im Winter. Wir sind uns da einig, dass der HSV ein gewisses Schmerzensgeld zahlen muss, meistens bei Spielern immer noch, das ist so. Sie zahlen ein gewisses Schmerzensgeld, meistens zahlen sie leider auch ein bisschen zu viel Schmerzensgeld. So, am Ende muss dieser HSV aber natürlich mächtig nachlegen und das kann er nur, wenn er von Kühne die Millionen kriegt. Ja, aber Scholle, du hast es ja ganz gut erklärt eben. Also es geht erstmal, im Kern geht es darum, was wir heute gesehen haben, dass die Truppe auf dem Platz gut spielt, gewinnt, dass du eine gute Mannschaft hast. Ja, und du hast ja eben, wie gesagt, irgendwie ganz gut aufgedröselt, dass die ganz viele Parameter zusammenhängen. Also wie so eine Puppe ist meinetwegen das Spiel auf dem Platz und die ganzen Fäden sind die ganzen Parameter. Siehst du einen Faden, einen Faden? Ja, genau. Hängt Gisdol, habe ich gerade gedacht, Gisdol will ja gar nicht verlängern, aber was ihr angesprochen habt, der muss eigentlich jetzt schon früh verlängern, wenn ein neuer Sportdirektor... Gisdol wird aber nicht verlängern, wir sind uns einig, wir alle haben mit Markus Gisdol darüber gesprochen, wir waren dabei beim ersten Gespräch, wo er ganz klar gesagt hat, er möchte sich das hier angucken und wir wussten auch alle warum, weil er gehört hat und natürlich auch mitbekommen hat, wie Trainer hier in Hamburg leben und überleben, nämlich selten. So, also hat er gesagt, pass mal auf, bevor ich hier gefeuert werde, entscheide ich das am Ende lieber selbst. Das macht er sehr konsequent, genauso wie er in den letzten Wochen auch seine Mannschaft sehr konsequent aufgestellt hat. Vorbei an Namen, vorbei an Verträgen, vorbei an Gehältern. Er hat Halilovic genauso draußen gelassen, weiterhin, obwohl es natürlich so ein Politikum vorher war bei Labbadia. Er hat auch einen Lasogga jetzt auf die Bank gesetzt. Aber es geht ja um die Frage Kaderplanung. Du nimmst jetzt die Kaderplanung mit in die Hand. Die Kaderplanung kannst du ihm alleine, so wie er Robert Bruchhagen das gesagt hat, nicht in die Hand legen. Das geht einfach nicht. Es sei denn, du hast das klare Commitment zu sagen, ich weiß, dass das ein richtig guter Trainer ist, mit dem gehen wir in den nächsten zwei, drei Jahre. Und der Trainer auch sagt, okay, und dann kommt und wieder die Komponente Sportdirektor dazu. Keine Langfristigkeit. Du kannst ja trotzdem auch einen gewissen Mittelweg gehen. Du brauchst den ja nicht mit einem 5-Jahres-Vertrag. Du musst ja wahrscheinlich sogar Mittelweg gehen, weil du dich in diese Situation gebracht hast. Du musst denen ja keinen 5-Jahres-Vertrag geben. Ja? Ich meine, wir alle wissen, dass ein 5-Jahres-Vertrag in Hamburg zu erfüllen ist mehr als ein halbes Weltwunder. Aber du kannst ihn ja trotzdem mit ihm das besprechen und sagen, pass auf, dann kriegt er eben nochmal ein Jahr plus eine Option. Aber dann weißt du, dass er zumindest erstmal den Kader im Sommer vielleicht nochmal bekommt, den er sich vorstellt, im Winter mit an den Transfers gewerkelt hat. Dass das alles natürlich Stückwerk ist und immer hier ein Puzzleteil und da und dann fehlt wieder, das ist uns klar. Plus Kühne, das wenn du jetzt hast. Das entsteht aber nicht erst bei Markus Gisdol oder es entsteht auch nicht, seitdem Sigmar Beiersdorfer da ist, sondern das ist die Krankheit, die seit Jahren mitgetragen wurde. Aber was würdet ihr als Berater jetzt machen? Ihr habt einen Spieler, der will seinen Verein verlassen und ihr wollt beim HSV anfragen. Aber ihr könnt es eigentlich erst ab 1. Januar und ihr wollt jetzt Gespräche aufnehmen. Ich meine, wen rufst du an? Rufst du Didi an, der dann weg ist? Rufst du Bruchhagen an? Rufst du Gisdol an? Am besten mich oder Scholle. Nein, nein, im Ernst. Also es hängt ja immer von der Konstellation ab. Du kannst Heribert Bruch anrufen, der wird dir sicherlich sagen, wie der Ablauf ist. Ja, der sitzt aber dann gerade beim Topspiel, geht nicht ran. Ja, gut. Telefonisch wird er erreichbar, sonst ruft er zurück. Aber ich glaube, dass es da schon intern einen klaren Ablauf gibt, wer mit wem spricht. Markus Gisdol hat einen intensiven Austausch tagtäglich mit Heribert Bruchhagen, aber auch mit Dietmar Beiersdorfer. Und wenn du als Berater den Spieler dahin bringen möchtest, geht ganz viel darüber, über das persönliche Gespräch mit dem Trainer. Markus Gisdol wird keine exotischen Transfers aus, ist jetzt nur ein Beispiel, aus Brasilien oder sonst was machen, sondern der wird wahrscheinlich eher Leute holen, mit denen er schon mal gearbeitet hat, weil er weiß, was kriege ich von dem, wie kann ich den ansprechen, vielleicht kann er den persönlich auch ansprechen, schon mal vorfühlen. Das ist, glaube ich, eher den Weg, den Markus Gisdol gehen wird, so wie ich ihn einschätze. Weil du kannst jetzt auch keine Experimente machen. Er kann ja auch nicht reisen. Und ist das nicht bitter für den HSV, dass du dann auf jemanden angewiesen bist, der, du hast recht, er kennt irgendjemanden, Gisdol kann jetzt ja auch nicht reisen oder der wird ja auch nicht in den nächsten, der kann ja nicht irgendwo. Das heißt, du kannst eigentlich nur Spieler holen, die Markus Gisdol kennt, die vielleicht Bruchhagen zuletzt irgendwo getroffen hat, weil du keinen Sportdirektor dann hast, der perspektivisch dir eine Mannschaft zusammenstellt, der vielleicht auch mal über den Tellerrand guckt. Also ich finde es ein echtes Drama. Ich möchte deine Frage nochmal anders beantworten. Frag mal Spielerberater über den HSV. Also nicht so, dass ich jeden Tag fünfmal mit Spielerberater telefoniere, aber wieder mal macht man das ja schon. Also es war jetzt eine rhetorische Frage. Du meinst allgemein? Ja, das ist einfach klar. Tolle Stadt, Verein mit Tradition, bla bla. Das sind ja auch alles Parameter, Konstanten, auf denen können sie aufbauen, auf denen können sie berufen, aber also sagt dir, sag ich mal, mindestens jeder anderthalbte Spielerberater kann man seinen Klienten davon abraten, weil es einfach ein totaler Chaos-Club ist. Das ist einfach die bittere Realität. Man muss natürlich, am Ende muss man konstatieren, dass
eigentlich alles falsch gemacht wurde. Nehmen wir mal die Ergebnisse der letzten Wochen raus. Wurde hier wirklich tatsächlich gar nichts richtig gemacht. Der Aufsichtsrat hat den Zeitpunkt verpasst, was zu verändern. Hat dann einen Zeitpunkt gewählt, der ungünstig kaum hätte sein können. Ne? Ihr teilt euch ein Wasser. Ja, 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 ne? Hier wird gespart für den HSV. Aber schon was, schön, dass ich schon mal spannend ist. Wir reden immer darüber, vielleicht eventuell, was sagt denn Dietmar Beiersdorfer selbst? Das ist ja nun auch spannend. Und Dietmar Beiersdorfer wurde ja heute interviewt vor dem Spiel und hat sich da wieder nicht klar festgelegt, genau, sondern nur gesagt, er geht weiterhin davon aus, dass dies seine letzten beiden Spiele sind und er sich nur auf diese beiden Spiele vorbereitet. Aber also es ist kein klares Ja, kein klares Nein. Er hält sich aber ja bedeckt, ist ja klar. Aber ich glaube auch ganz im Ernst, das hat Herbert Bruchhagen ja auch gemacht. Die haben miteinander gesprochen, die beiden. Er hat gefragt, einmal abgeklopft, wie ist es denn? Kannst du es dir überhaupt vorstellen? Würdest du den Sportchef weitermachen? Dietmar Beiersdorfer hat sich ja dem vernehmen lassen, wie Herbert Bruchhagen, dass er am nächsten Tag gesagt hat, mit keinem Zeichen dazu bekennen können, das weiterzumachen. Kein Signal gegeben. Kein Signal gesendet. Also, ja. Aber du kennst ihn doch nun auch schon, wie viel, 15 Jahre relativ gut oder 10 Jahre? Du meinst Beiersdorfer. Ja, Beiersdorfer. Wie würdest du es denn, weil ich finde vor der Kamera, er kann es jetzt ja auch nicht richtig sagen, was er denkt. Wie würdest du es denn einschätzen, ihn vom Typ auch? Ist er so einer, der in 2-3 Wochen dann über dem Ganzen stehen würde und sagen würde, ja, ich mache es, auch wenn es eine Degradierung ist? Wie schätzt du ihn also ein? Die Degradierung, glaube ich, das ist schon ein Punkt, der ganz wichtig ist, weil wenn er natürlich dann am Ende unter Herbert Bruchhagen eine Etage tiefer arbeitet und sich dann immer alles absegnen lassen muss am Ende auch noch, ich glaube, dass das schwierig wäre. Auch in der Konstellation, die Herbert Bruchhagen bringt ja auch gewisse Dinge mit und hat halt gewisse Dinge, die er nicht mitbringt. Und zwar bringt das eher nicht mit, sich ganz, ganz aktiv in die Transfergeschäfte einzumischen, sondern er kontrolliert es nur. Er ist einer, der einfach oben steht, der Dinge kontrolliert, der dem Verein nach außen ein gutes Gesicht verleiht und halt Dinge erklärt für die Öffentlichkeit. So, aber nach innen müssen andere wirken und dafür braucht dann natürlich ein Sportler auch eine gewisse Freiheit. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, ehrlich gesagt, im Moment, jetzt heute, auch nach diesem Spiel, kann ich es mir nur schwer vorstellen, dass Dietmar Beiersdorfer von sich aus sagt, ich mache weiter. Eigentlich kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es dann vielleicht nach dem Schalke-Spiel irgendwann nochmal so eine Gesprächsrunde gibt, wo alle sagen, ne, mach doch weiter, mach doch weiter, mach doch weiter. Und er sich dann überlegt, alles andere, dann, oder meine, wenn das nicht passiert, gehe ich ganz fest davon aus, welche dass Basis, am Ende auch Schluss welche ist. Welche Basis hat er? Er ist intern geschwächt, muss man so sagen. Er kann nicht mehr so frei handeln. Und er muss teilweise, ne, kann ja auch sein, Sachen ausführen, die ihm von oben weitergegeben werden. Ich glaube, er wird sich da einfach eingeengt fühlen. Und das ist dann auch nicht Dietmar Beiersdorfer, wenn er das nicht aus voller Überzeugung macht. Aber einen großen Vorteil hatte Klaus-Michael Kühne, scheint ja weiterhin Stücke auf ihn zu halten, große Stücke auf ihn zu halten. Ja, aber die Frage, das ist ja alles so komplex. Die Frage ist natürlich auch, welche Auswirkung hat der Rücktritt von Karl Gernhardt im Aufsichtsrat, also der hat ja den Vorsitz abgegeben, auf die Verbindung zu Klaus-Michael Kühne, weil es ist ja bekannt, dass er der verlängerte Arm ist. Ist Kühne vielleicht dann auch ein bisschen, nimmt er dann auch Abstand und sagt, okay, das ist jetzt alles... Aber warum sollte er? Klaus-Michael Kühne ist Geschäftsmann durch und durch, der weiß deswegen ganz genau, wie er was anzulegen hat. Er hat Karl Gernhardt immer noch im Gremium, zwar nicht mal als Aufsichtsratsvorsitzenden, aber immer noch als hörendes Mitglied. Und deswegen braucht er Dietmar Beiersdorfer auch nicht. Also zumindest nicht so unerheblich, dass er mit einem Ausscheiden von Dietmar Beiersdorfer automatisch sagt, ich bin dann raus und mache es nicht. Wir müssen ja ganz klar sagen, du hast gesagt, er ist ein Geschäftsmann. Wenn es darum gehen würde, dass er nur Geld machen möchte, ja, dann hätte er schon längst aufgehört. Also er hat so viel Geld verbrannt. Lass mich das noch kurz zu Ende führen. Ich glaube, dass auch Klaus-Michael Kühne weitermachen wird, unabhängig, ob Beiersdorfer bleibt. Der entscheidende Punkt ist nur, und da ist Herbert Bruchhagen gefragt, man muss diesen Kontakt eben auch hegen und pflegen. Man muss ihm auch Sachen erklären. Ja? Wem? Herrn Kühne. Herrn Kühne. Er ist eben Aktionär. Und ich glaube, Herbert Bruchhagen hat zwar in der Vergangenheit ihn gerne mal kritisiert, auch öffentlich, aber ist gewieft und diplomatisch genug, um das Ganze auf eine Basis zu bringen. Ja, ich schließe da mal an, er wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn er jetzt sagen würde, ich mache das komplett von Didi abhängig, zumal Didi nicht nur Sachen falsch gemacht hat, aber vieles verkehrt gemacht hat. Und dann wäre ja blöd, wenn er vom Herzen als HSVer einen Investor da Geld reingepumpt hat und das von der Personalie abhängig macht. Hielt ich für unlogisch. Ich gehe mal ganz fest davon aus, dass er das weder bei Beiersdorfer macht noch bei Karl Gernhardt. Entschuldigung, meine Stimme ist ein wenig lidiert. Dennoch, wie geht's jetzt weiter? Am Dienstag Schalke, schweres Spiel, heute gegen... Die haben gegen Freiburg gespielt. Freiburg 9-1. Unentschieden. Also ich glaube weiterhin, dass der HSV gute Möglichkeiten hat, das Spiel zu gewinnen. Sie sind
wie von angesprochen trotz schon. Trotz des möglichen Ausfalls von Gregoritsch? Ja, also Gregoritsch ist ein guter Spieler und hat sich auch zuletzt gut gemacht, aber an ihm alleine hängt das nicht. Es gibt ja, und das muss man auch mal sagen, in der Offensive trotzdem gute Alternativen beim HSV. Andere Vereine hätten gerne auch so eine Offensive. Du hast auch noch einen Aaron Hunt, du hast einen Luca Waldschmidt und du hast auch einen Pierre-Michel Lasogga. Also du kannst da schon durchwechseln. Ich glaube, dass du aus Sicht des HSV eine gute Möglichkeit hast, das Jahr einigermaßen gut nochmal abzurunden. Denn viele hätten das nicht geglaubt, dass der HSV imstande ist, überhaupt so eine Miniserie zu starten. Mit einem Sieg und einem guten Spiel im Unentschieden kannst du nochmal eine gewisse, naja, ich will jetzt nicht sagen Euphorie, aber zumindest eine gewisse Hoffnung freisetzen. Und dann musst du in die Winterpause gehen, musst du sehr gute Transfers tätigen, soweit dir das in dem Bereich möglich ist. Und dann gut in die Rückrunde starten. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also Martin, ganz kurz. Wenn der HSV am 4. oder 5. wann geht es ins Trainingslager? Am 5. Januar, wenn der HSV da ins Trainingslager fährt. Wie ist die Konstellation? Fangen wir beim Vorstandsvorsitzenden an, das ist Herr Herbert Bruchhagen. Wie geht's weiter? Sportdirektor wird es eine Vakanz geben. Didi ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr da, auch nicht an der Kaderplanung beteiligt. Da gibt es natürlich auch verschiedene Spekulationen, aber ich gehe mal davon aus, dass er in diesem Jahr dann tatsächlich endgültig ausscheidet. Weil Anfang Januar definitiv schon Gespräche, auch im engeren Rahmen schon mit Nachfolgekandidaten geführt werden. Und dann irgendwann im Januar rechtzeitig ein neuer Sportdirektor präsentiert wird. Ja. Rechtzeitig Ende Januar? Nee. Ich sag pünktlich. Oder was meinst du? Im Januar. Also noch im Laufe der Transferperiode. Hat Bruchhagen fast ausgeschlossen auf der Pressekonferenz. Also er meinte, er glaubt nicht dran. Gut, aber Situationen verändern sich. Vielleicht hat er da noch dran geglaubt, dass er Beiersdorf in irgendeiner Form noch dazu kriegt. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass du zum Anfang Januar einen Sportchef präsentierst. Der geht mit ins Trainingslager, der hat die Mitgliederversammlung am 8. Da kannst du dann das vielleicht möglicherweise sogar nutzen, um das irgendwie nur öffentlich bekannt zu geben. Oder du sagst, und das ist eine Variante, die ich mir nicht gut vorstellen kann, aber dennoch im Bereich des Möglichen ist, du sagst, Dietmar Beiersdorfer macht noch die Transferperiode zu Ende. Das hat Dietmar Beiersdorfer wiederum ausgeschlossen. Ja, aber ne, wir sind rein im spekulativen Bereich. Dennoch sind jetzt noch drei, vier Wochen bis Ende Dezember. Ich will nur ein Beispiel geben. Hannover hat das damals auch gemacht, dass der Kader von einem Sportdirektor geplant wurde. Der dann gehen musste. Das Ergebnis war der Abstieg. Also genau. Es ist, selbst wenn Beiersdorfer das vernünftig abwickeln will, glaube ich, dass hier immer so ein bisschen die letzte Power fehlt. Bruchhagen ist auch gut vernetzt. Also die werden im Januar definitiv einen neuen Sportdirektor präsentieren. Also sage ich mal so, als Einschätzung. Ja. So früh wie trotz möglich. Allem, was mich wundert, dass es von euch, von keinem so genannt wurde. Also ich hätte in der Konstellation eigentlich auch eine Konsequenz, die ich erwarten würde. Und zwar, dass sich dieser Aufsichtsrat in Gänze oder in großen Teilen im Januar so nicht mehr zusammensetzt. Ja, also denn wenn man neben all dem, was in den letzten zweieinhalb Jahren hier falsch gelaufen ist, wenn man da ein Kontrollgremium hat, das dann wirklich in der entscheidenden Phase also wirklich alles falsch macht. Von dem Zeitpunkt bis hin, also die Entscheidung viel zu spät getroffen, dann die Art und Weise, wie man es kommuniziert hat, Indiskretion und dergleichen, interne Rücktritte, Vorwürfe, Grabenkämpfe zwischen dem EV-Präsidenten und dem Aufsichtsratsvorsitzenden, dem ersten und zweiten Aufsichtsrat. Also tut mir leid, das ist für mich ein Grundübel der letzten Jahre beim HSV. Total, aber ich glaube es gab in den ganzen Jahren, wo wir so viele Aufsichtsräte hatten, es gab, glaube ich, nur einen Mann, der diesen Stolz oder diese Ehre auch gezeigt hat und gesagt hat, ich höre auf, das war Alexander Otto, der damals von sich aus gesagt hat. Ganz früher noch Udo Bando, muss man auch sagen, der hat das auch mit schwierigen Charakteren. Ich glaube, auch in diesem Aufsichtsrat jetzt wieder, da sitzt keiner drin, der freiwillig seinen Hut nimmt. Ich glaube, die sitzen da gerne drin. Ich glaube auch, die zwei Sachen. Ich gehe einfach mal jetzt, Entschuldigung, Martin, bis sofort. Ich muss einmal ganz kurz darauf direkt reagieren. Ich würde mit dir eine nette Wette eingehen, dass bis zur Jahreshauptversammlung mindestens ein Aufsichtsrat ganz aus rausgeht. Privaten, gesundheitlichen Gründen zurück. Also ganz kurz auch nur, wir haben am 8.1. ja noch die Mitgliederversammlung, da gibt es ja auch Anträge mittlerweile. Irgendwie, dass sich das Präsidium zu rechtfertigen hat, was die Loyalität zum Aufsichtsrat anbelangt. Und Meier ist ja auch so eine Personalie irgendwie, steht im Gespräch, dass er einen Aufsichtsratsvorstand Vorsitz. Ja, ja. Kam und, aber heute, dass die und die Politik interveniert, weil er ja gleichzeitig auch Hafenchef ist. Also das ist alles sehr unausgegoren. Ich glaube, eine Personalie wird ganz besonders im Fokus stehen und das ist Karl Gernandt. Er ist jetzt erstmal zurückgetreten,
hat den Vorsitz abgegeben. Und er hat öffentlich ganz scharfe Kritik an seine Kollegen geäußert. Und ich glaube, da hat sich jetzt zwar keiner zu geäußert, öffentlich, aber natürlich ist das nicht gut angekommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine gute Basis für eine weitere Zusammenarbeit hat, wenn ein Kollege in der Öffentlichkeit so hingeht. Untereinander gibt es gewisse Vorwürfe, Indiskretion hast du ja gerade schon genannt, das Wort ist ja so gefallen. Ich glaube auch, und ich möchte mich in die Wette nicht einhaken, weil du sollst ja den Ruhm alleine bekommen, aber, aber ich glaube auch, dass sich da was tun wird. Und das ist sicherlich auch ein Mosaiksteinchen der letzten Jahre, was zu dieser Negativspirale dazugehört, dass der Aufsichtsrat einfach falsche Entscheidungen trifft und die Leute, die darin sitzen, auch zu viel ihre eigene Politik verfolgen und ihre eigenen Absichten durchziehen. Es gibt das Totschlagargument immer wieder, dass gesagt wird, der Vorstandsvorsitzende hat den ganzen Verein zu verantworten. Der Vorstandsvorsitzende wiederum wird von den Kontrolleuren eingesetzt und kontrolliert. Offensichtlich hat man hier Versäumnisse an den Tag gelegt in den letzten Jahren und Monaten. Ich sage mal weiterhin, der Aufsichtsratsvorsitzende ist eigentlich der wichtigste Mann im ganzen Club. Und ich setze noch einen drauf, es gibt Mechanismen, den Aufsichtsrat zu kontrollieren. Und diese Mechanismen können ja auch nochmal ins Rollen gebracht werden. Gut, sind aber in der AG wiederum schwierig, dadurch, dass der Beirat die Aufsichtsräte vorschlägt. Insofern ist das alles nicht, es wird ja nicht mehr gewählt. Insofern ist das alles eine relativ schwierige Nummer. Dennoch, wir reden die ganze Zeit wieder über Dinge, die eigentlich mit dem Fußball so wirklich gar nichts zu tun haben sollten, die eigentlich gar kein Thema sein dürften. Selbst HSV. Oder schön wäre es, wenn es mal nicht so wäre, weil dann würde es bedeuten, dass das fußballerisch läuft. Leider ist die Serie des HSV heute unterbrochen worden von kurzer Serie von 4 Spielen ohne Niederlage, von 2 Siegen in Folge. Was erwarten wir am Dienstag, Jürgen? Ich habe dir die Frage schon mal gestellt, aber ich frage jetzt einfach mal nach deinem Ergebnistipp. Ich glaube, dass der HSV gewinnt. Wie? Weil 2-1. Ja. Weil sie in der Vergangenheit die Spiele zu Hause gegen Schalke vernünftig absolviert haben. Gerade auch, als es wirklich richtig brisant war. Das eine Jahr, als sie in die Relegation mussten. Und ich glaube, trotz der Niederlage ist der gesamten Mannschaft auch bewusst, was da für die öffentliche Wirksamkeit auf dem Spiel steht. Ja, man könnte sich vernünftig im Schulterschluss mit den Fans in die Winterpause verabschieden. Und deswegen sehe ich das jetzt gar nicht so negativ, auch wenn man heute Punkte verloren hat, die für eine Tabelle natürlich oder die für die Tabelle natürlich eine ganz bittere Bedeutung haben. Eindeutig. Martin, dein Tipp für Dienstag? Schwer zu sagen. Ich sag mal aus dem Bauch 1-1, weil der HSV mit Willens. Für wen? Ja. Weil der HSV mit Willenskraft und Power und auch den Fans im Rücken. Schalke nominell besser als Mannschaft, aber auch nicht so ganz im Tritt in dieser Saison. Also ja, schlecht gestartet, dann eine Erfolgsserie, jetzt ein bisschen so zwischen Baum und Borke. Die Personale Gregoric, die schmeckt mir nicht ganz. Also da sehe ich nicht so die Alternativen. Das ist ja so der Go-To-Guy der letzten Spiele gewesen. Das finde ich schon ein bisschen schade, dass er fehlt. Das war jetzt nicht so die Frage. Wer schießt das Tor vorne? Also Lasogga. Bobby Wood. Auch Wood. Oder? Wood, Lasogga. Ist ein Kandidat dafür auf jeden Fall. Waldschmidt. Uli. Also ich glaube, Schalke ist eine unfassbare Wundertüte diese Saison. Also heute scheinen sie ja wieder schwach gewesen zu sein. Dass sie es können, haben sie auch schon gezeigt. Also da ist alles drin. Ich sehe es so wie Jurek. Ich glaube, so ein dreckiges 2-1, so zum Abschluss des Jahres nochmal, um eben diesen Schulterschluss mit den Fans da zu haben. Siegtreffer Pierre-Michel Lasogga. Ja, das wäre mal was. Und vor allem wäre es aber wichtig für meine Serie, weil jetzt habe ich 2 Siege, 2 Unentschieden und 3 Siege und 2 Unentschieden. In 2016. Ich finde, das klingt besser. Du hast jetzt 2 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Das würde ja im Algorithmus eigentlich eher bedeuten. Ach so, ja, die Niederlage habe ich heute ja vergessen, genau. Ach so, ja, das wollen hat er ausgeblendet. Das wollen wir gar nicht. Ja, stimmt. Ich muss ja meinen Tipp auch noch abgeben und ich tippe mal, auch wenn das die 1, 2, 3, 4 Blogger oder Blog-User bei uns immer wieder ärgert, wenn ich als neutraler Blogschreiber auf Sieg tippe des HSV. Ich mache es aus Prinzip, weil es mehr Spaß macht. Mir machen Siege mehr Spaß als Niederlagen. Deswegen tippe ich auch auf Sieg, wenn ich es nicht glaube. Ich sage, der HSV gewinnt 2-1 und ich nehme Pierre-Michel Lasogga als Siegtorschützen, der dann damit sein Abschiedsgeschenk gibt und im Januar in der Konstellation richtig von der abgefahren hatte, das Problem sein, dann nicht mehr dabei sein würde, aber egal wie. Ich hoffe, dass der HSV das Ganze hier noch einigermaßen sportlich, einigermaßen würdig über die Runden kriegt, neu ins neue Jahr dann mit einem Sieg im Rücken starten kann und vielleicht dann ja auch mit einer geklärten Personalsituation. Okay. Ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen fürs Zuschauen. Wir melden uns ja schon sehr bald wieder am Dienstagabend direkt nach dem Spiel gegen Schalke, nach dem Heimspiel. Dann aus dem Volksparkstadion. Ich bedanke mich auf diesem Weg nochmal ganz herzlich bei dir, Jurek. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Schön, dass du hier warst.
Martin, vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Ne? Angeregte Diskussion heute, vielen Dank dafür. Uli, wie immer, gerne, gerne. Schön, dass danke du an der Seite bist. Am Dienstag erwarte ich dich wieder und dann brechen wir, wieder. Diese Kette unterbrechen wir aber. Aber ihr müsst nochmal den Wetteinsatz klären, der wurde noch nicht geklärt, glaube ich. Ja. Den Wetteinsatz, den werden wir uns bis Dienstag überlegt haben und werden wir dann Dienstagabend verkünden. Ja, Whisky-Cola. Och, obwohl wir trinken gar keinen Alkohol. Ja, Leitungswasser. Nein, wir gucken mal. Ein Abendessen. Wie innovativ. Wir lassen uns was einfallen. Wir machen was für unsere Blog-User, lassen wir uns was einfallen. Egal wie. Die Blog-User gewinnt schon mal irgendwas, egal für dich oder von mir. Das ist nicht schlecht. So machen wir es. In diesem Sinne, habt einen schönen Abend, trotz der Niederlage und bis Dienstag allerspätestens. Macht's gut.